Anwachseln. Willkommen zum Festival. Sprung Festival. Ja, so richtig weihnachtlich wird einem nicht ums Herz, weil mit dieser Piste ist nicht gut Plätzchen essen. Wir reden heute über Kamele, Beine, Psychowiesen und Wikinger. Erster Abfahrtsklassiker der Saison. Ab nach Gröden, da ist die Strecke der Star, die berühmt-berüchtigte Saslong. Eine heftige, eine gefährliche Rennstrecke, die leider auch schon Karrieren beendet hat, wie die von Marc Gesin vor 2 Jahren beim Horror Crash. Nach diesem Sturz nicht mehr an sein altes Niveau herangekommen, Karriere beendet. Alles Gute, Marc Gesin, wir werden dich vermissen, auch weil du in deiner Karriere ziemlich prekäre Situationen gemeistert hast. Achtung, Wildwechsel, auch in Gröden. Tierischer Besuch bei Tempo 120. Christian Gedina fühlt sich da kurz mal wie im Wildpark auf der Saslong. Ja, oder? Ich fühle mich wie im Zoo, weil an den Kamelbuckeln kommen wir auch noch vorbei. Aber lasst euch nicht einlullen von harmlosen Streckennamen wie Kamelbuckel. Das ist teuflisch. 3 Bodenwellen, über 2 fliegst du drüber, 10 Meter hoch und 70 Meter weit. Und wenn du danach denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Wiese her. In der Czaslát wird es jetzt halt richtig wild. Da müssen die Athleten das Gelände spüren, fühlen. Die Buckel sind so hoch, dass die keine Ahnung haben, wo es hingeht. Und dann kommen auch noch Schläge dazu. Beine gut aufzeichnen. Zack, Gleichgewicht halten. Jawohl. Und dann hat man es geschafft. Und wer das am besten schafft, der wird es sein. Bei diesen Monsterbodenwellen helfen eigentlich nur ein paar lange Beine als Stoßdämpfer. Hatte unser Ex-Weltcup-Zwerg Tobias Barnasol leider nicht. Wenn man in die Czaslát-Wiese einblickt, dann kommen diese Riesenwellen auf einen zu. Die sind gigantisch, die sind Wahnsinn, die wollen einen abwerfen. Und man sieht nicht drüber. Und die muss man dann bei 100 km/h wegfedern. Mit dem Federweg in den Beinen, da braucht man jeden Zentimeter. Am besten man hätte Stoßdämpfer wie diese Monster-Trucks. Kein Problem für norwegische Hühnen. Für Axel und Zwinder sind die Wellen maximal kleine Buckel. Aber was denkt ihr, ist denn heftiger? So eine buckelige Wiese oder die Kamelbucke? Gebt uns einen Daumen für die Wiese. Oder ein Herz für die Buckel. 3400 Meter Streckenlänge. Dieses Jahr noch mal 30 Meter obendrauf gepackt. Schadet ja nichts. Start nach oben versetzt. Und wenn man das alles dann mal überwunden hat, kommt kurz vorm Ziel nochmal der Tunnelsprung, 2 Minuten Abfahrt, da brennen dir so die Oberschenkel, das klingt so viel. Da zwitschert das Blaumeiser, sagen die Österreicher. Uns doch egal, die Deutschen können gröden. Seppi Ferste 2017, Sieg im Super-G. Sensationell. Und dieses Jahr, was für eine verrückte Zeit, auch für Peppi Ferste. Corona schweißt zusammen. Dazu viel Improvisationskunst beim Sommertraining. Heuballen sind eben multifunktional. Old MacDonald had a farm. Ja, ja, ja. Fährst du nicht so gut in den Winter gestartet, aber hey, der ist ja wenigstens noch lang. Gott sei Dank noch lang, denn unser bester Bayer im Moment auf der Chaiselong, nicht auf der Saslong. Hüfte frisch operiert, dazu in der Reha gerade. Könnte sich nochmal ausgehen den Winter für Thomas Dresen. Immerhin wieder ohne Krücken. Thiel, lieber Kollege, der wird den Grödenzoo vermissen. Wer rettet uns? Im Moment ein Ösi und der Preis. Andy Sander, artistischer Westfale, die Maschine auf der Maschine. Sein Trainingsfleiß grenzt an Selbsthass und er kann fliegen wie ein Freestyler. Muss er auch in Gröden, wie wir gelernt haben. Kann er auch, bestes Karriereergebnis in Gröden eingefahren. 5. Platz, dazu Top-10-Fahrer, geschmeidiger 7. zum Auftakt in Val d'Isère. Unser Tiroler, Romet Baumann, ausrangiert in Österreich, sofort adoptiert vom DSV, verspottet von der Krone-Zeitung als Piefke-Zebra. Wir feiern unseren Lieblings-Ösi. Tierlieb ist er auch. Wie gemacht für Gröden. Und wenn dieses Krokodil auch noch gewinnt, wird der endgültig vom DSV heilig gesprochen. Und jetzt anwachseln mit unseren 3 Jungs im Kabuff. Also Leute, wir sind hier in Gröden und ich zeige euch jetzt mal, wie man richtig schnell schiebt, wie sich das Long repariert.
bin schon weit und bin gerade am Ausbürsten. Schau es dir an, Peppi. Sehr gut, Andi. Was? Ja. Ob das reicht? Andi, was machst denn du da? Wieso? Ja, da kommst du ja nie drüber mit der Bürsten, mit den Kamelis. Ja. Da ist ja Speckbrot mehr, dann bin ich auch drüber. Das schaut gut aus. Aber Moment, weißt du, ein bisschen oben ist schon flachstig, dann müssen wir schon gescheit polieren die Latten. Polier gescheit noch. Das ist richtig. Schatz hier. Macht ihr super, Männer. Jetzt schaut's hier. Bin gespannt, ob das was wird, wenn ihr das selber macht. Gut auf jeden Fall für unsere Jungs. Der König von Gröden hat sich zur Ruhe gesetzt. Axel Lundswinder, der hat das Ding dort 7-mal gewonnen. Aber die nächsten Abfahrtsriesen stehen schon bereit. Aktueller Mitfavorit Chetil Jansrud, der reißt alles nieder, was im Weg steht, auch die Kamelbuckel. Nächster Wikinger, Alexander Ormuth Kilde, Gesamtweltcupsieger, letzte Abfahrt in Gröden gewonnen. Immer vorne mit dabei, Multitalent, der kann alles und macht sogar Peppi Ferstl Konkurrenz beim Freilufttraining. Vom Breitschwert zum Kugelblitz, Beat Feutz. Triple geholt, 3 Abfahrtskugeln in den letzten 3 Jahren, der badet im Erfolg. Ja, egal wer in Gröden aber gewinnt, er tut es vor 25 Holzköpfen, denn Zuschauerersatz aus 400-jähriger Schnitztradition. Was nehmen wir mit? Gefährlicher Grödenzoo, Kamelbuckel, Rehe, alles auf der Strecke, 70 Meter weite Sprünge und 3 deutsche Hoffnungsträger, Ferstl, Baumann, Sander. Aber trotzdem, Gröden gerne mal in Wikingerhand. Die Norweger haben wir auf jeden Fall auf dem Zettel. Und es stehen 25 wunderschöne Holzfiguren im Zielraum. Und wir schalten nochmal zu unseren Jungs ins Kapuff. Burschen, wie schaut's aus? Also erstes Training war genial. Macht mega Spaß zum Fahren. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es richtig gut wird und sensationell. Schaut es euch an. Und ich glaube, das Wetter sagt auch gut und es wird richtig cool, oder Männer? Wird wieder richtiger Abfahrtsklassiker, drückt uns die Daumen. Freitag und Samstag um 11:45 Uhr. Seid dabei. Die Klassiker auf der Saison. Danke Jungs, Freitag Vorspeise Super-G 11.45 Uhr am Samstag. Abfahrt, Hauptgang auch um 11.45 Uhr. Garniert mit Moderator Markus Othmar und Felix Neurotter als Experte. Und die Kirsche auf der Torte. Kommentator Bernd Schmelzer. Alles zum Klassiker in Gröden auf BR24 Wintersport, Facebook und Instagram. Abonniert unseren Kanal. Servus. Anwachsen dies. Und Daumen drücken nicht vergessen. Danke.